Findest du auch, dass Tonleitern total langweilig und nutzlos sind? Wenn du bisher deine Tonleitern immer genau so geübt hast, dann hast du wahrscheinlich recht. Ich möchte dir heute drei Ideen vorstellen, wie du Tonleitern üben kannst und das nachher viel mehr Spaß macht und auch sehr viel musikalischer ist. Die erste Idee, die ich für dich habe, sind Riffs bzw. Phrasen selbst erfinden. Als Beispiel nehmen wir mal G myxolydisch. Für den Anfang verwenden wir mal nur die ersten vier Töne der Tonleiter und bilden daraus einen Bassriff, eine Basslinie, auch Phrase genannt. Achte darauf, dass du immer mit dem Grundton der Tonleiter anfängst. Nun nehmen wir mal den zweiten Tetrakord, das heißt die Töne G, F, E und D, 8, 7, 6, 5 von der Tonleiter und machen genau das gleiche wie bei dem ersten Beispiel auch. Jetzt haben wir den ersten und den zweiten Tetrakord. Jetzt mischen wir beide. Das heißt, wir nehmen jetzt alle Töne der Tonleiter und haben dadurch natürlich mehr Möglichkeiten, um interessante Basslinien zu basteln. Meine zweite Idee für dich, um die Tonleiter ein bisschen interessanter zu gestalten und mehr praktisch anzuwenden, ist, wir verwenden einen Drone. In diesem Fall ist es ein G-Dur-Dreiklang, der einfach der hört nicht auf. Der hat keinen Groove, kein Timing, sondern das ist einfach so als Fläche im Hintergrund. Und wir spielen jetzt die Töne der Tonleiter ohne irgendwelchen rhythmischen Bezug zu dem Drone und hören darauf, wie sich denn die einzelnen Töne anhören und ja, was die machen. Erzeugen die Spannung oder nicht? Achtung, ganz am Schluss von dem Video zeige ich dir, wie du die ersten zwei Übungen auch super verwenden kannst, um Solospielen oder Melodiespielen zu üben. Meine dritte Idee für dich, um die Tonleiter noch interessanter zu gestalten, ist, bleib in der Position. Das heißt, wechsel nicht deine Handstellung. Du bleibst in der Position und spielst die Töne nur innerhalb von dem Bereich, die auch wirklich zur Verfügung stehen aus der Tonleiter. Wir starten hier jetzt auch nicht mit dem Grundton, sondern wir verwenden irgendeinen Ton. Zum Beispiel können wir mit der Sext anfangen, das ist das E, der sechste Ton der Tonleiter, und spielen dann die Tonleiter von dem Ton tief, soweit es geht. So, jetzt würde eigentlich noch hier ein F kommen. Da komme ich aber so nicht ran, ohne die Position zu wechseln. Kann ich nicht spielen. Was ich aber noch spielen kann, wäre das E, das Tiefe. Das nehme ich noch mit rein. Und dann spiele ich von hier die Tonleiter ganz klassisch wieder nach oben. Auch hier geht es jetzt weiter. Und dann wieder zurück. Bis zu meinem Anfangsgrundton. Ja? Alle drei Übungen helfen dir, das Griffbrett viel besser kennenzulernen und dich freier zu bewegen. Außerdem lernst du so die Tonleitern in einem musikalischen Kontext. Nicht einfach nur steril hoch und runter spielen, sondern tatsächlich Musik daraus zu machen. Ich hoffe, es hat dir gefallen.
Wenn du noch mehr Infos dazu haben willst, schau doch mal in meinem Blog vorbei. Link dazu findest du unten in den Kommentaren, basemeup.de. Da gibt es noch mehr Infos und Tipps zum Basslernen. Oder melde dich einfach mit Fragen. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis denn. Ciao, ciao. Ah, und nicht vergessen, abonniere den Kanal. Dann hast du immer die neuesten Videos von mir bei dir auf dem Handy oder Desktop, wo immer du möchtest. Bis denn. Ciao, ciao. Bis denn. Hey, super, dass du es bis zum Ende des Videos geschafft hast. Und jetzt kommt auch, wie versprochen, die Auflösung zu dem Solospiel. Hierfür rutschen wir auf der A-Seite nach oben. Zehnter Bund, nehmen da das G, spielen die mixolydische Tonleiter hier. Für die Übung 1 die Tetrachords. Erster, zweiter Tetrachord dann zusammen. Und für die Übung mit den Drones dann auch einfach die Töne. Wichtig ist jetzt, dass du nicht mit dem Grundton beginnst, sondern für die erste Übung machen wir es so, dass du entweder die Terz oder die Quinte nimmst, also dritter oder fünfter Ton der Tonleiter, und daraus dann Melodien bzw. ein Solo dir überlegst, damit rumexperimentierst. So, kommen wir zur zweiten Idee. Das ist das mit dem Drone. Dieses Mal auch wieder nicht mit dem Grundton anfangen, sondern du kannst dir jeden x-beliebigen Ton der Tonleiter als Start-Endpunkt raussuchen, quasi als deine Basis, und da raus dann verschiedene Ideen generieren und immer zuhören, wie verhalten sich die Töne denn zu dem Akkord? Was machen die? Erzeugen die Spannung oder lösen sie sie auf? Wollen sie eigentlich da bleiben oder wollen sie sich weiter bewegen? Das ist eigentlich das Wichtigste daran bei der Übung, dass man endlich mal sich loslösen kann von der Bassfunktion mit Groove und immer das gleiche spielen hin zu einer Melodiefunktion, zu einem Solo und sich freier bewegt innerhalb von dem Akkord. Ich hoffe, das hilft dir auch ein bisschen über die Angst vom Solospielen hinwegzukommen. Ist alles nur Übungssache. Und damit kannst du wirklich ganz, ganz viel rumtesten, wie denn sich die Töne zu den Akkorden anhören. Und dann viel Spaß damit haben, als nur Tonleiter hoch, runter, hoch, runter. Klar ist langweilig. Bis denn. Ciao, ciao.